Ich frage mich aber eh, ob das nicht vielleicht sogar eine gute Idee wäre, hier was nachzutrainieren, weil wenn ich bedenke, vor dem nächsten Kampf habe ich ein klein wenig Angst. Schon allein, weil mir Green gleich ein Tauboga um die Ohren haut. Level 18. Und jetzt halt erstmal den Marvin wieder voll heilen. Ich weiß nicht, ob mir das so gefallen will, dass der mir einen Tauboga um die Ohren hauen will. Ich könnte natürlich noch schnell unsere Cuddy ein bisschen weiter trainieren, aber... Schlauste ist eigentlich, Weißi nach vorn zu setzen und einfach hoffen, dass der nicht zu viel crittet. Wir haben jetzt zumindest einen Mega-Hieb mit dem Set. Ach. Irgendwie müssen wir es ja mal riskieren. Sonst wird es ja langweilig, wenn nie jemand stirbt. Aber ich will ja auch nicht unbedingt, dass Whitey stirbt. Den will ich eigentlich behalten. Aber gut. Dann probieren wir es einfach. Wenn sein Tauboga weg ist vom Rest von seinem Team, habe ich nicht wirklich Angst. Aber das Tauboga. Okay, das macht viel zu wenig Schaden. Na gut, er macht auch kaum was an mir. Also ist das irgendwo wieder okay. Natürlich geht das jetzt gleich wieder daneben. Wie ich das liebe, wirklich. Okay, ich mache einen Panzerschutz. Teile mich dann auch mit dem Trank. Zum Glück noch genug da. Okay. Einfach weiter mit der Aquaknarre drauf. Und solange er mich nicht crittet, sollte es kein großes Problem sein. Tauboga ist weg. Ich bin zufrieden. Okay, dann kommt als nächstes gleich sein Bisasam. Für den habe ich doch schon was vorbereitet. Da darf nämlich jetzt die Cuddy ran. In einem Pflanzen-Pokémon bleibe ich hier definitiv nicht mit meinem Whitey drin. Der hat Schlafpuder. Wie nett. Ich habe aber zum Glück ein paar Aufwecker gekauft. Nicht effektiv, macht aber trotzdem Schaden. Egelsamen, okay. Der Windstoß. Abra kommt rein. Okay. Das ist eine super Gelegenheit für unseren Sorti. Und außerdem würde ich die Gelegenheit auch gleich nutzen und unserem guten Whitey noch einen Trank verpassen. Einfach weil ich noch einen gewissen Respekt vor seinem Radfratz hat, das er da noch hat. So, gegen das Viech sind wir mit allen Attacken effektiv. Der kann sich zum Glück auch nicht wehren und zum Glück hat er das Viech auch noch nicht entwickelt, weil es könnte sich auch schon entwickelt haben. Genauso wie sein Bisasam übrigens.
hätte auch schon ein Bisa-Knosp sein können. So, dann kommt Radfratz als nächstes. Ich probiere es einfach mal mit Weid, mit Fight. Der kann das Viech zumindest one-hitten. Und der macht zum Glück nur einen guten Schlag. Okay, passt. Dann sind wir ja ganz gut hier durchgekommen. Die Ruhmes-Datei. Redseliges Plappermaul. Ja. Mit sehr viel Ironie kann man das durchgehen lassen. So. Dann haben wir den zweitschlimmsten Teil von Azuria City zumindest schon mal geschafft. Der schlimmste Teil kommt noch, das ist nämlich Misty. Ach ja, genau, ich könnte ja hier eigentlich mal wieder ein paar Sachen einkaufen gehen. Na, Moment mal, bevor wir irgendwas kaufen, verkaufen wir doch gleich mal was. Zum einen das Sternstück. Einfach mal unser Vermögen verdoppeln. Den Beleber kann man ja auch nicht brauchen. Wie viel würden wir uns für einen Mondstein geben? Ach, den will er gar nicht. Okay. Den Rest behalten wir lieber mal noch. So. Dann darf unser Sorti mal wieder nach vorne. Ah, wobei, der Marvin muss ja eigentlich noch eher. Der ist erst Level 14. So, dann mal die Nuggetbrücke angehen. Einfach mal schauen, ob wir mit unserem Marvin noch ein bisschen was reisen können. Ich will auf jeden Fall, dass der am Leben bleibt, bis er Level 20 ist. Weil dann wird er zumindest mal richtig nützlich. Dann kriegt er seine erste brauchbare Step-Attacke. Und der haut natürlich erstmal wieder daneben, damit der Kampf wieder schön lang dauert. Dann tu mir einen Gefallen und mach wenigstens einen Volltreffer irgendwo rein. Oder triff fünfmal oder so. Das kann wieder dauern. Giften bringt auch nicht unbedingt zu viel. Zum einen haben wir nur 20% Chance mit dem Giftstachel und zum anderen hat das Viech XP dann immer so. Der könnte sich von dem Gift sowieso wegheilen. Kokuna, ja. Solange wir gratis XP für unseren Marvin kriegen, ist mir alles recht. Natürlich hau da mal wieder daneben. Bin ich froh, wenn du Duonaden lernst. Ich froh, ich kann's dir gar nicht sagen. Ja, wenigstens macht er seine Volltreffer. Er erreicht Level 15. Und Energiefokus kriegt er. Das ist
Eigentlich sehr schön. Wir machen den Härtner weg. Den Fadenstoß kann ich nämlich eventuell mal gegen Misty brauchen. Ihr Stami ein bisschen ausbremsen, so. Okay, Hornlio. Irgendwas gerade da, was noch sonst noch Training braucht. Ich lasse einmal den Marvin drin. So. So kann das auch gehen. Dann. Ich pack mal die Belly nach vorne. Okay. Hier kommt mit einem Taubsi. Ja, dann machen wir einfach mal einen Hyperzahn. Myrapla direkt hinterher, da bleiben wir doch gleich drin. Ich hoffe einfach mal, unsere Valley lebt lang genug, dass sie ein Radikal wird. Belly darf beim nächsten auch gleich anfangen. Ich weiß zwar nicht, was der genau vorne hat, aber sollte nicht allzu schwer sein, das zu besiegen. Oh, ein Sander. Okay, das könnte schwierig sein zu besiegen. Er igelt sich auch noch ein. Komm, mach einmal einen Volltreffer, Belly. Jetzt triff einfach bitte. Mensch, Belly. Das hätte so schön gehen können. Okay, solange es sich nur einigelt. Komm, triff einfach. Es ist unglaublich, wie man mit 75% Trefferchance schon daneben haut. Ja, da haben wir Level 16 für unsere Valley. Braucht sie auch nur noch 4 Level, bis sie sich entwickelt. So, wir haben einen Sandwirbel drin. Das ist schon mal ein Grund mehr, hier nicht drin zu bleiben. Ich lasse den Sorti wieder den Bedroher abfangen und gehe dann mit Marvin wieder rein. Wäre wesentlich einfacher, wenn unser Sorti schon einen Biss könnte. Und Whitey ist momentan eigentlich genug trainiert. Das war ja sogar mal richtig gut. Okay, ein Biss interessiert mich jetzt nicht sonderlich. Dafür hat unser Marvin zu viel Spätzdef. Und Rettern auch ein bisschen zu wenig Spezialangriff. So. Okay. Nächste bitte.
welches Nidoran. Das können wir zumindest mal verwirren. Dann schauen wir mal, wenn er sich selber haut, dann hauen wir vielleicht noch ein bisschen weiter drauf. Ansonsten wechseln wir einfach aus. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Gifton kann man auch nicht abkriegen, weil wir selber einen Gifttyp haben auf Sortie. Ja, man kann sich auch durchhexen durch das Spiel. Und ja, genauso. Super Sortie. Schauen wir mal, ob wir das gleich nochmal hinkriegen. Auch wenn es diesmal ein weibliches Nidoran ist. Wir haben ein bisschen mehr Def, dafür ein bisschen weniger Angriff. Deswegen auch die Selbstverletzung bei der Verwirrung nicht ganz so hart ist. Okay. Wie viel Schaden macht man da jetzt noch? Das sollte nicht mehr allzu viel sein, ja. Aber Schreck zurück. So, verwirrt. Hau dich mal bitte selber. Hey, selber hauen, habe ich gesagt. Nicht mich. Komm, selber hauen. Okay, spätestens jetzt muss ich raus. Mit nur noch halbem Angriff macht das Ganze keinen Spaß mehr. Lass mal das dem Marvin machen. Wenn jetzt noch ein Heuler kommt, dann... Okay. Ein Rutenschlag. Ja, dann gehen wir einfach mit dem Folienschlag drauf. Wenn ein Heuler gekommen wäre, hätte ich einen Energiefokus geboostet. Einfach um ein paar Crits rauszukitzeln. Ui, das macht ganz schön Schaden. Komm schon, Marvin. Fünfmal. Oder ich glaube, viermal reicht. Ich hätte es nicht verschreien sollen. Ja, gut, komm hier. Den gibt's hinterher. Na, da kommt der Volltreffer. Das letzte KP. So, wir haben noch ein paar Tränke. Darf auch einen haben. Bei Sortie lohnt sich's noch nicht so wirklich. Der Camper Ewald mit einem Menki. Ui, Level 18. Ach du Scheiße. Kriegen wir das verwirrt? Das wäre nämlich super. Ui, Karateschlag, der ist zum Glück auf eine Doppelresistenz. Jetzt nicht unbedingt was reinwechseln in das Viech, das ist das Problem. Belly erst recht nicht. Fight hat zu wenig Verteidigung, Marvin eigentlich auch. Komm, Whitey, mach du das. Einmal mal hoffen, dass er sich selber haut, weil das zieht ihm so viel ab. Jawohl. Weil wir genau wissen, dass das Viech auf der physischen Verteidigung schwach ist. Und der haut daneben, das ist sehr schön. Ui, der überlebt das sogar noch. Ja, bringen sie selber um. Ja, da hat Sortie einen super Job gemacht mit dem Superschall. Muss man mal so sagen. Das Level-Up hat er sich verdient. Und der lernt Biss, das ist auch sehr schön.